Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte: Bedeckt das Gefäß und verschließt die Flaschen, denn im Jahr gibt es eine Nacht, in der eine Krankheit heruntersteigt. In jedes Gefäß, das nicht bedeckt ist, oder jede Flasche, die nicht verschlossen ist, wird diese Krankheit gelangen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Woher hat er dieses Wissen? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Also Ar-Rasul alayhi salatu wa sallam sagt, ein Jahr, ein Tag im Jahr oder in einer Nacht im Jahr, wann Allahu a'lam, fällt eine Krankheit hinunter. Welche Krankheit? Allahu a'lam. Wie könnt ihr daran glauben, ohne dass ihr das wisst? Wir wissen, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam spricht nicht aus eigener Neigung. Und wir haben schon so viele Dinge erkannt, die die Wissenschaft bewiesen hat. Und deswegen geht daraus hervor, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht lügt, wenn er spricht. Alayhi salatu wasallam. Das bedeutet also, hier redet der Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine Sache, die verborgen ist. Also wir können das ja heutzutage vielleicht noch nicht erkennen, aber vielleicht in der Zukunft. Es kann sein, in der Zukunft wissen wir, da gibt es irgend so ein Bakterien, irgendwelche Viren, die kommen einmal im Jahr. Oh, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das gelernt habt oder erkannt habt. Wir wissen das schon seit 1400 Jahren. Was ist die Lösung? Die Lösung ist einfach zudecken. Und in den islamischen Ländern findet man das, besonders bei älteren Personen, das war gang und gäbe, dass man alles immer zudeckt. Man lässt nicht einfach etwas offen. Das heißt, wenn du ein Glas Wasser hast und du willst nicht trinken und es ist Nacht, dann bedecke es. Entweder füllst du es in die Flasche oder du bedeckst es. Hauptsache, es ist nicht frei. Du musst es jetzt nicht jetzt mit Vakuum-Dingens da zuschließen, ja, und im Sicherheitstresor einschließen, sondern Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, es reicht, wenn man einen Stock, einen Zweig drüber legt, oder von mir aus einen Löffel. Ja, aber das kann doch nicht sein, da kann die Bakterie rechts oder links, Habibi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wenn der spricht, brauchen wir nicht da rum zu diskutieren. Wie die Krankheit fällt, welche Krankheit das ist, Allahu a'lam. Ist es eine Temperaturschwankung, Allahu a'lam, was es ist. Ja. Wir dürfen einen Fehler nicht begehen, den viele leider begehen. Sie urteilen über die Religion nach dem jetzigen Wissensstand. Nein, aber das kann nicht sein, weil Einstein sagt, ja und jetzt? Weiß Einstein alles? Oder von mir aus irgendein Virologe, weiß der alles? Urteile nicht über die Religion, nur weil du den Wissensstand 2021 erreicht hast. Allah ist der Allwissende und er weiß, was die Wissenschaft in 100.000 Jahren entdecken wird. Denn Allah ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt, es reicht ein Zweig, dann reicht auch ein Zweig.